ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ja, heute ist wieder Sonntag und Sonntag schauen wir ja gemeinsam auf die Liebe. Und heute ist der Seelenpartnerweg dran. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Abos, für eure Likes, für eure Kommentare, für eure Spenden. Da freue ich mich wirklich ganz, ganz sehr und schicke von Herzen liebe, liebe Grüße raus an euch. Ja, und zwar der Seelenpartnerweg, den habe ich so aufgebaut, dass hier oben dein Weg ist, auf dem du dich gerade befindest, egal ob du als Mann oder als Frau schaust und egal ob du für einen Mann oder für eine Frau schaust. Also hier oben bist du als Zuschauer. Dann ist hier unten der Weg deines Gegenübers, auf dem er sich gerade befindet und dann das ist euer gemeinsamer Weg, wo es denn hingehen könnte oder welchen Weg ihr gemeinsam beschreiten könnt. Ja, ich versuche wie immer geschlechterneutral zu deuten, aber ihr kennt mich ja bereits. Falls mir das nicht so gut gelingt, dann dreht euch das bitte um, ihr Lieben. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit deinem Weg an. So, dann habe ich hier die zwei der Schwerter. Die Königin der Stäbe. Den Ritter der Stäbe. Die sechs der Kelche. Und den Hierophant. Also, für dich geht es um eine Entscheidung. Vielleicht wartest du hier schon ewig. Vielleicht sind hier genug Verletzungen da gewesen. Vielleicht sind hier genug On-Offs da gewesen. Vielleicht sind hier zu viele Rückzüge da gewesen. Also du stehst hier an dem Punkt, soll ich hier weiter bleiben? Soll ich hier weiter warten? Oder soll ich hier nach vorn gehen und allein oder mit jemand zusammen in ein neues Leben gehen? Ich nehme dich auch hier sehr traurig wahr, weil du hier so aufs Wasser schaust. Und ja, du hast meistens abends so diese trüben Gedanken, ob du hier noch festhalten sollst oder ob du das hier ja ans Wasser abgibst. Diese Verbindung habe ich hier. Also für manche kriege ich rein, ihr habt irgendwas von eurem Wunsch, Seelenpartner. Und wenn ihr das ins Wasser gebt, entweder ins Meer oder an einem See, ja, dann ist diese Verbindung wie gelöst. Also wenn du dich dafür entscheidest, dich aus dieser Verbindung zu lösen, also irgendwas hast du von deinem Seelenpartner, was euch aneinander bindet oder verbindet. Das ist was Spirituelles. Entweder ein Gegenstand oder irgendwas, was ihr zusammen habt. Habe ich hier. Als würdest du was ins Wasser geben. Und du weißt nicht, ob du es tun sollst oder nicht. Du weißt nicht, ob du hier den Rücken kehren sollst oder noch warten sollst. Und für viele wird es zum nächsten Vollmond sein. Abends wirst du diese Entscheidung treffen. Weil für viele geht es ja schon ewig und ihr habt einfach keine Geduld mehr zu warten. Was auch verständlich ist natürlich. Aber du haderst hier noch mit deinen Gedanken. Du weißt nicht so recht, soll ich hier noch warten und aushalten? Oder gehe ich in mein Leben, was ich mir schön gestalte? Ja, das ist wirklich so ein Aufbruch schweren Herzens, nehme ich ja wahr. Du bist hier auch hin und her gerissen und traurig. Ja, es tut ja weh, wenn du hier gehst.
Und irgendwas gibst du ans Wasser ab, habe ich. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben in den Kommentaren, was das für euch ist, aber ich habe hier irgendwas, was euch verbindet, gibst du ins Wasser. Damit sich das auflösen kann, diese Verbindung, wenn du dich dagegen entscheidest, habe ich hier. Ja, du bist noch hin und her gerissen. Und mit der Königin der Stäbe nehme ich dich hier als sehr, sehr feurige, taffe Frau wahr, die auf ihrem Thron sitzt, die weiß, was sie will, die nach vorn möchte, die auch schnell nach vorn möchte. Die ja auch vor Leidenschaft brennt und diese Leidenschaft jetzt leben möchte. Mit dem Seelenpartner oder ohne den Seelenpartner. Also für dich ist es echt an der Zeit. Ich habe hier ja eine schnelle Energie, eine feurige Energie. Und du weißt, was du möchtest. Du kennst deine Wünsche und Bedürfnisse. Und du sitzt hier auf deinem Thron und willst hier nicht mehr warten, nehme ich wahr. Du hast so viel Feuer und Leidenschaft in dir, das möchtest du mit jemandem teilen. Und möchtest es mit jemandem teilen, der das auch zu schätzen weiß. Und für viele kriege ich auch rein, ich möchte ja nicht warten, bis ich alt und grau werde. Jetzt, wo ich noch schön und knackig bin, möchte ich diese Leidenschaft leben. Kriege ich hier rein. Und es ist auch gut so, es ist richtig so. Also ich habe dich hier gut aufgestellt, gut aufgeräumt. Und mit dem Ritter der Stäbe nehme ich wahr, entweder gehst du nach vorn in den Aktionismus, aber für die meisten nehme ich wahr, gibt es hier noch eine andere Person. Entweder ist die schon da oder kommt die erst in dein Leben, die auch sehr feurig und leidenschaftlich ist und die mit dir nach vorn gehen möchte. Für manche könnte das eine jüngere Person sein, für manche ist diese Person aber auch nur in so einer Energie, in so einer jugendlichen Energie, in so einem, ja, Aktionismus, Leidenschaft, Feuer ist hier da, Bewegung ist hier drin, also hier geht es auf jeden Fall nach vorn. Und wenn es für dich keine Person ist, die in deinem Leben ist oder noch neu in dein Leben kommt, dann ist es dein Aktionismus. Dann gehst du hier nach vorn. Na? Ja, also für viele kommt hier eine Person ins Leben, mit der du diese Leidenschaft, die du haben möchtest, leben willst. Ja, du, vielleicht ist diese Person auch schon da, weil du hier diese Entscheidung hast. Du weißt nicht so richtig, für wen du dich entscheiden sollst, ob du noch auf den Seelenpartner wartest oder dich hier in ein neues Abenteuer stürzt. Also ich habe hier viel Feuerenergie. Widder, Löwe, Schütze, falls das für euch eine Rolle spielt. Und Entscheidungen. Und egal wie du dich entscheidest, ob für den alten oder neuen Seelenpartner, weil ich habe hier die Sechs der Kelche, es ist auf jeden Fall. Egal für welchen Menschen du dich hier entscheidest, es ist auf jeden Fall eine Seelenpartnerschaft, Seelenpartnerverbindung und die ist von oben geführt und beschützt. Du erinnerst dich auch hier gern an die alten Zeiten, die du mit deinem Seelenpartner hattest.
an die schönen Geschichten. Ja, und du möchtest Treffen und Begegnungen leben. Du möchtest Romantik leben. Du möchtest die Leidenschaft leben. Und es ist ja eine ganz hohe Verbindung. Die ist von oben geführt und beschützt. Für manche, ja, egal für wen du dich ja entscheidest, das wird eine Person sein, mit der du dann in eheähnlichen Verhältnissen lebst. Also es muss hier nicht unbedingt zu einer Eheschließung kommen, aber so eine Energie habe ich hier. Also egal, ob du dich für den Seelenpartner entscheidest, na, der andere ist ja auch ein Seelenpartner. Also ich habe hier auf jeden Fall diese neue, jüngere Person, wenn die in deinem Leben ist oder noch kommt, das ist auch ein Seelenpartner. Also egal, wie du dich hier entscheidest, es geht in die Wärme, in die Fülle, in die, ja, in eine stabile Verbindung, die von oben geführt und beschützt ist mit deinem Seelenpartner. Und für viele kriege ich hier rein, hör hier auf dein innerstes Kind. Mit wem fühlt sich dein innerstes Kind am wohlsten? Mit welcher Person? Hör her auf dein Herz, hör her auf deine Seele. Wo fühlst du dich geborgen? Ja. Ja. Und du wirst von oben geleitet werden. Also bleib in deiner Kraft, bleib in deiner Stabilität, bleib hier in deiner Leidenschaft, in deiner Fülle und triff die Entscheidung mit Herz und Seele. Habe ich hier. Gut. Dann schauen wir mal auf deinen Seelenpartner. Dann habe ich hier den Mond. Dann habe ich hier den Eremit. Dann habe ich hier die 9 der Schwerter. Dann habe ich hier den Teufel und die Königin der Kelche. Also ganz schön düstere Energie beim Seelenpartner, sage ich immer. Also, er setzt sich auf jeden Fall mit seinen Gefühlen auseinander, die ihn aber nicht ganz geheuer sind, sage ich mal. Er setzt sich mit seinen Ängsten auseinander. Für manche habe ich hier auch so eine depressive Stimmung, die der Seelenpartner hat. Ja, er traut sich und seinen Gefühlen nicht über den Weg. Und es macht ihm wahnsinnige Angst. Es macht ihm wahnsinnige Angst, dahin zu schauen, auch alte Situationen, Traumata und Erlebnisse aufzuarbeiten. Der Mond ist hier die Krebskarte. Aber wir können ihn auch für Fische deuten. Also Krebs oder Fisch. Wenn ihr es mit einem Krebs oder mit einem Fisch zu tun habt, müsst euch nicht immer auf die Sternzeichen fixieren, kann aber sein. Ja. Ich habe hier viel depressive Stimmung und so. Ach ja, warum denn gerade bei mir? Warum geht es mir denn so schlecht? Und dieses Jammern, dieses innerliche Jammern habe ich hier. Aber nicht in die Pötte kommen, nichts tun. Weil danach habe ich den Eremit, also ich habe hier Rückzug in die Stille, in die Heilung, wo ihm hier auch ein Licht aufgehen wird, was seine Gefühle betrifft, was seine Situation betrifft. Aber wo er festhängt, wo er immer noch festhängt in diesen destruktiven Gedanken, in diesen Albträumen.
und aus dieser Gedankenschleife nicht rauskommt. Also ich habe hier einen Seelenpartner, der sich selber was vorheult und der sich selber leid tut und aber sich nicht bewegt. Sich nicht bewegt und sein depressives, destruktives Schicksal so hinnimmt und sich dann immer mal zurückzieht, wo ihm auch einiges klar wird oder ihr. Aber wo dann immer wieder die alten Abhängigkeiten gewinnen. Das kann hier Alkohol sein, das können hier Drogen sein, das können hier Sexgeschichten sein, also andere Frauen sein, kann hier eine Spielsucht sein. Also ich habe hier jemand, der wirklich im Morast steckt, sage ich mal. Der ab und zu mal Lichtblicke hat, aber hier nicht vorwärts kommt. Der ist wie so gebunden. Gebunden an diese Süchte, Abhängigkeiten. Hier geht es nicht vorwärts. Ich habe hier eine ganz schwere Energie. Du bist für ihn die Königin der Kelche. Aber diese Königin der Kelche hat hier, schützt hier ihren Kelch. Und auf jeden Fall solltest du das tun, wenn du mit einem Gegenüber zu tun hast, welcher in dieser Energie hier ist. In dieser, ja, wirklich, ich kriege hier wirklich Morast rein. Und wenn du in seinem Leben bist, dann zieht er hier Energie von dir. Er saugt dich hier aus, emotional, körperlich. Wenn du dann wieder mal da warst, dann geht es ihm wieder mal gut. Dann hat er wieder Energie gezogen. Aber du bist hier schlau. Du hältst deinen Kelch geschlossen. Ich bitte dich innigst, halte deinen Kelch geschlossen, solange der Seelenpartner hier in dieser destruktiven Energie ist. Für manche ist es ja auch eine andere Frau, an die der Seelenpartner noch gebunden ist. Und die, dadurch, dass diese Königin der Kelche hier ihren Kelch zuhält, kriege ich rein, wenn das ja eine andere Person ist, dass diese Person gefühlskalt ist und ja, ihre Emotion verschlossen hält. Oder dass in der Vergangenheit der Seelenpartner immer auf solche Personen gestoßen ist, die ihn ja emotional ausgesaugt haben, aber wo nicht zurückgekommen ist. Also wo er immer ausgenutzt wurde, hintergangen wurde, belogen und betrogen wurde. Und ja, die Vergangenheit spielt hier mit rein. Er ist vielleicht auch, wenn das ja keine Person ist, noch an die Vergangenheit gebunden und kommt ja aus diesen destruktiven Gedanken nicht raus und hat hier wahnsinnige Angst vor der Liebe und Gefühle zuzulassen. Und dann durch diese Gedankenstrudeln, durch dieses Gedankenchaos habe ich hier wieder, wird sich in Süchten und Abhängigkeiten aufgehalten und wird sich reingestürzt. Ob das Alkohol ist, ob das Drogen sind, Spielsucht, ob das andere Frauen sind, mit denen man Nächte verbringt. Ich habe ja so richtige Orgien. So durchzechte Nächte und irgendwo auf der Parkbank aufwachen und nicht wissen, was man die Nacht über gemacht hat. So Hangover-mäßig. Ja. Also ich rate euch, wenn ihr es mit so einem Gegenüber zu tun habt, haltet euren Kelch geschlossen. Lasst euch nicht aussaugen. Energetisch, emotional, materialistisch. Für manche geht es ja auch um, na, dass der Seelenpartner hier
von dir immer Geld geliehen hat, solche Sachen, wenn hier Spielsüchte da sind oder Drogensucht. Also ich habe hier eine ganz, ganz schwere Energie, einen ganz, ganz schweren Seelengefährten, Seelenpartner. Er hat Gefühle für dich, du bist für ihn die Königin der Kelche. Aber es ist halt keine gesunde Energie. Wenn jemand in so einer Energie ist und zieht von dir hier alles ab, dass du dich dann krank fühlst, dass du dich dann ausgelaugt fühlst, dass es dir nicht gut geht, schützt euch hier. Schützt euch hier vor dieser Energie. Ja, dann schauen wir mal, wo das hingeht. Dann habe ich hier den Ritter der Schwerter. Dann habe ich hier nochmal die Sechs der Kelche. Dann habe ich hier die Neun der Kelche. Dann habe ich hier das Rad des Schicksals. Und dann habe ich hier die Zwei der Münzen. Also, hier kommt es auf jeden Fall zu Gesprächen, Diskussionen. Es können auch heftige Gespräche sein, heftige Diskussionen sein. Also hier kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Entweder kommt er auf dich zu und möchte eine Aussprache. Oder, na, ich habe es eher nicht so, dass du auf ihn zugehst. Habe schon eher, dass er so reingeprescht kommt. Das kann auch relativ schnell gehen. In diesen Gesprächen geht es auch um die Vergangenheit. Um die Vergangenheit, die ihr beide gemeinsam hattet, die schön war. Und hier habe ich wieder zwei Kinder. Es könnte auch um innere Kindthemen gehen in diesen Gesprächen. Was ihr euch als Kinder gewünscht habt, welche Verbindung ihr euch als Kinder gewünscht habt. Also ich habe hier heftige Gespräche, aber auch sehr schöne, wohlwollende Gespräche und Treffen und Begegnungen. Mit den Neun der Kelche nehme ich wahr, dass du auf jeden Fall in deinem Selbstwert bist. Du auf jeden Fall in deiner Selbstliebe bist, du in der Fülle bist und auch bleibst. Und für manche habe ich hier, wenn ihr euch trefft und nicht schwanger werden wollt, dann zieht euch bitte ein Mützchen drüber. Weil ich hier romantische Begegnungen habe und diese Frau hier schwanger ist. Also, falls es hier zu einem romantischen Techtelmechtel kommt, dann schützt euch. Wie habe ich es nicht gesagt? Schützt euch. Nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Ja. Und mit dem Rad des Schicksals habe ich hier, also es ist, das Universum greift hier ein. Es ist auf jeden Fall von oben geführt und hier habe ich wieder die Frau, die schwanger ist. Also, Mädels, wenn ihr das nicht unbedingt möchtet, dann verhütet, schützt euch, kann ich nur sagen. Ich habe ja zweimal Bestätigung. Und dann noch diesen Kelch hier. Schützt euch hier. Und dann habe ich hier wieder die Entscheidung. Also bei dir geht es ganz viel um Entscheidung. Möchte ich mit diesem Menschen glücklich werden oder warte ich vielleicht, dass ein neuer Mensch in mein Leben kommt oder dieser neue Mensch ist schon in deinem Leben? Also wenn diese Treffen und Begegnungen kommen, dann geht es ja um Entscheidungen. Das ist von oben geführt. Also egal, was dir passiert, entweder mit deinem Seelenpartner, auf den du hier schaust, oder dieser neue Mensch, der in dein Leben kommt. Das ist eine Seelenverbindung, die von oben geführt ist. Und das Rad des Schicksals dreht sich zu seinen Gunsten. Und wenn es hier sein soll, dann kommt hier noch ein kleiner Mensch in deinem Leben, weil ich hier zweimal eine schwangere Frau habe. Wo es dann für manche auch heißt, welche Entscheidung treffe ich denn?
oder für euch beide. Also wenn ihr hier nicht schwanger werden wollt, dann schützt euch. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Schützt euch emotional und körperlich, weil ich habe hier wirklich keine tolle Energie liegen beim Gegenüber. Lasst euch hier nicht aussaugen. Ja. Und dann habe ich hier noch mit den Lenormand gefragt. Und dann habe ich hier den Reiter, die Dame, die Sense, die Fische und das Herz. Also, wie schon gesagt, es kommen hier auf jeden Fall Nachrichten rein. Es gibt hier Treffen und Begegnungen, die du auch annehmen wirst, wo vielleicht sogar ein Geschenk kommt, ein Blumenstrauß kommt, eine Rose kommt. Entweder cuttest du hier diese Verbindung oder du pflanzt diese Rose woanders hin, wo sie gedeihen kann. Also ich habe hier wieder diese Entscheidung. Also entweder werden hier, das nehme ich, also du triffst die Entscheidung, das habe ich ja ganz stark. Entweder schneidet die Sense hier Gefühle ab oder es werden Gefühle geerntet. Ich habe hier 50-50. Ich weiß nicht, in welchem Team du hier bist. Und egal wie du dich entscheidest, es wird eine Herzensentscheidung werden. Also du wirst im Herzen erfüllt sein. Dich beschützt ja das Universum. Das habe ich mit dem Hierophant, das habe ich hier mit dem Rat des Schicksals. Also es gibt hier Treffen und Begegnungen. Entweder cuttest du hier diese Verbindung oder pflanzt sie irgendwo hin, wo sie mehr Sonne kriegt und besser gedeihen kann. Und dieses Abschneiden der Gefühle habe ich hier für dein Gegenüber. Wenn du dich vielleicht für diesen anderen Mann entscheidest, dann wird es hier sehr einschneidend, ein sehr einschneidendes Erlebnis für dein Gegenüber werden. Aber auf jeden Fall ist es eine Herzensentscheidung. Also ich habe ja dreimal Entscheidung, lieben. Prüfe genau, was du möchtest. Prüfe dein Herz, prüfe deine Seele und prüfe vor allem, wenn es bei dir hier um zwei Menschen geht, bei welchem Mensch dein Herz höher schlägt, bei welchem Menschen deine Seele jubelt und sich freut, bei wem du dich wohl und geborgen fühlst und vor allem, bei welchen Menschen hier nicht so eine destruktive Energie herrscht. Wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo man hier seinen Kelch offen halten darf und hier nicht ausgesaugt wird. Entscheidet euch für die Person, wo ihr einen gefüllten Kelch dem anderen hinhalten könnt und euch auch ein gefüllter Kelch entgegengestreckt wird. Lasst euch hier nicht aussaugen und ausnutzen. Kriege ich hier ganz stark rein. Trefft eine Herzensentscheidung. Ihr seid hier im Gefühl. Und ihr werdet definitiv die richtige Entscheidung treffen. Ich habe das von oben beschützt und geführt. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Dann schauen wir nochmal an die Unterseiten der Karten. Dann habe ich hier die drei der Kelche. Also entweder geht es hier um Feiern, zusammen die Zeit genießen. Ja, das ist so die Erntedankkarte. In die Fülle zu kommen. Den Herbst genießen habe ich ja auch ganz sehr. Für manche, ja, entweder
ist diese Dreierkonstellation für dich? Weil ich hier ja sehe, für manche ist hier ein neuer Mensch im Leben oder kommt noch. Oder es ist für dein Gegenüber, dass hier mehrere Frauen involviert sind, weil ich hier den Teufel auch sehr stark für diese sexuelle Sucht habe. Dann haben wir hier die drei der Münzen. Also es ist auf jeden Fall Arbeit. Es ist auf jeden Fall Arbeit, wenn du dich für diesen Menschen hier entscheidest, ist es auf jeden Fall Arbeit. Anders kann ich es nicht sagen. Und es geht auch schon lange, weil ich ja diesen älteren Mann habe und diese zwei Kinder. Beobachtet es gut, dass nicht nur ihr hier diese Arbeit reinsteckt, sondern dass sich das auf Augenhöhe manifestiert. Und dann habe ich hier die Kraft. Also es ist auf jeden Fall eine kraftvolle Verbindung. Du bist in deiner Kraft und du wirst auch die Kraft haben, diese Entscheidung zu treffen. Ob mit ihm, ob ohne ihn, ob mit einem anderen Seelengefährten an deiner Seite. Also ich habe hier auf jeden Fall, für dich geht es ins Glück. Für dich geht es ins Glück. Und dann habe ich hier nochmal die Wege, die Entscheidungen. Welchen Weg gehe ich? Geh den Weg des Herzens. Dein Herz weiß genau, welcher Mensch hier der Richtige für dich ist. Und ich sehe dich hier, wenn du dich gegen diese lange Seelenpartnerschaft entscheidest, wo es ja schon ewig geht, wo schon ewig in diesem Morast hier feststeckt, habe ich, du gibst irgendwas ans Wasser ab. Damit trennst du diese Fäden oder so kriege ich das hier rein. Irgendwas gibst du ins Wasser. Und es ist, hat was mit Vollmond zu tun. Also vielleicht habt ihr ein Ritual vor, wo du dich hier löst oder wo du möchtest, dass diese Verbindung gelöst wird. Weil es ja schon ewig, ewig geht, habe ich. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Würde ich sagen, schauen wir hier nochmal, was die Engel der Liebe-Karten sagen. Ich habe da wirklich eine ganz, ganz schwere Energie liegen. Ganz, ganz schwer. Also, da wird es nochmal Treffen und Begegnungen geben. Und dann hör auf dein Herz. Und lass dich hier nicht aussaugen. Vor Schreck gleich gar keine raus. Doch. Ja. Probleme in der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Also ich habe hier ja, wie gesagt, zweimal die Sechs der Kelche. Hier geht es um innere Kindthemen. Auch ganz stark bei deinem Gegenüber. Also hier geht es wirklich um alte Geschichten, die aufgeräumt werden sollten. Ich kriege das ja ganz stark für dein Gegenüber rein. Wo es hier um, ja, um Verlassensängste geht, um ja, nie diese Sicherheit gespürt, die einem die Eltern geben sollten. Dieses Vertrauen nie gehabt. Dieses Urvertrauen fehlt hier. Also hier ist es wirklich essentiell wichtig, dass der Seelenpartner hier mit seiner Familie im Reinen ist. Vielleicht wurde er ja von seiner Familie nicht akzeptiert oder kennt seine Familie gar nicht oder
wurde hier schlecht behandelt, hat Gewalt erfahren, Missbrauch erfahren. Also ich kriege hier wirklich ganz düstere Themen rein. Und es ist hier wirklich wichtig, dieses zu heilen, um ins Fühlen zu kommen. Sonst kann nie eine stabile, sichere Verbindung daraus werden. Also die Verbindung zu unseren Eltern prägt ja auch unser späteres Verhalten in Verbindungen, in Partnerschaften. Und wenn hier nie Vertrauen und Ehrlichkeit und Sicherheit da war, wie soll er denn dann in dieser Verbindung Stabilität und Sicherheit finden und Liebe und Gefühle geben können? Also ich habe hier wirklich unschöne Geschichten liegen. Ja. Na, dann schauen wir doch mal, was Amor dazu sagt. Ups, okay. Wollen drei raus. Schauen wir mal. Ja. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Also diese Person hier braucht noch Zeit. Also hier sind wirklich Geschichten passiert, die man nicht in einer Woche klären kann. Und die wahrscheinlich auch professionell bearbeitet werden sollten, habe ich hier. Und dir dauert es aber schon zu lange. Also das kann man ja auch verstehen, wenn das schon Monate und Jahre geht. Irgendwann ist einfach mal der Ofen aus. Aber diese Person braucht ja noch Zeit. Die Person, die hier liegt, braucht ja noch Zeit. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich richtig ist. Genau, triff die richtige Entscheidung und halte hier deinen Kelch geschlossen, wenn du das Gefühl hast, du wirst ausgesaugt. Du wirst energetisch und emotional ausgesaugt und vielleicht auch finanziell, keine Ahnung. Tu das, was für dich richtig ist. Im Herzen kennst du die Antwort und dein Herz weiß die Entscheidung, die du hier zu treffen hast. Und dann habe ich noch Wunder, in deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Ja, das nehme ich als die Beziehung zu dir selbst wahr. Entweder entscheidest du dich gegen deinen Seelenpartner und gehst allein in ein neues Leben. Oder hier kommt eine neue Person in dein Leben oder die ist schon in deinem Leben und du entscheidest dich dafür. Und für manche kriegt ja der Seelenpartner nach einer sehr langen Zeit nochmal die Kurve und diese Verbindung wird sich verändern. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr hier steckt. Also ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Könnt ihr mir ja mal unten reinschreiben, wie das bei euch so ist. Ja. Auf jeden Fall schützt euch hier. Körperlich, seelisch, emotional. Ganz, ganz wichtig. Und hört auf euer Herz. Hört auf euer Herz, hört auf eure Seele und das Universum wird euch führen. Na? So, meine Lieben. Dann gönnt euch jetzt was Schönes nach diesem schweren Reading. Also ich habe hier wirklich ein schweres Gefühl wieder. Ja. Macht euch einen schönen Kaffee, einen schönen Tee, vielleicht auch einen Sekt oder ein Gläschen Wein. Alles ist erlaubt. Kümmert euch gut um euch selbst. Also, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Zeit und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis ganz bald. Tschüss!